Ich grüße euch. Schön, dass ihr bei mir reinschaut. Eine neue Folge aus meiner Serie Brotbacken ist keine Raketenwissenschaft. Ein Thema, auf das ich oft angesprochen werde, ist, wie lagert man Brot richtig? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ich stelle es auf die Schnittfläche, auf dem Holzbrett. Mehr mache ich da eigentlich gar nicht. Aber ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, die ihr euch anschauen könnt. Vielleicht ist da ja was Passendes für euch dabei. Hier habe ich ein rundes Brot. Bei einem runden Brot empfiehlt es sich, das immer in der Mitte anzuschneiden. Das ist sehr praktisch, denn dann könnt ihr links und rechts jeweils eine Scheibe abschneiden. Schaut mal. Und dann legt ihr die beiden Hälften einfach wieder zusammen. Und so bleiben die Schnittflächen schön saftig. Warum eigentlich dieser Aufwand? Es ist natürlich so, wir haben zwei Feinde, sag ich mal. Das eine ist der Schimmel und das andere ist das Altbackenwerden. Wobei, wenn Brot trocken wird und hart wird, ist das für mich kein schlechtes Lebensmittel. Ich habe auch verschiedene Anregungen bereits in anderen Filmen gemacht, dass man aus altem Brot sehr schöne andere Sachen machen kann. Also das heißt, nur weil das Brot trocken ist, muss man es nicht den Pferden geben oder es sogar wegschmeißen. Anders verhält es sich natürlich mit dem Schimmel. Der Brotschimmel, man sieht ihn ja, ist so schön grün, ich zeige euch mal ein Foto, mit dem ist nicht zu scherzen. Wobei der Schimmel an sich nicht giftig ist, sondern es sind die Sporen. Ja? Die Sporen atmet dann ein, beziehungsweise nimmt sie auf durch das Essen. Die werden durch die Magensäure nicht zerstört. Sie reichern sich in der Leber an und führen irgendwann zur Leberzirrhose. Das heißt, die Menschen sind in früheren Zeiten nicht unbedingt alle am Branntweinkonsum zugrunde gegangen, sondern durchaus die Leberzirrhosen durch den Brotschimmel. Das nur so am Rande. Das ist unser Brotbeutel. Der ist aus lebensmitteltauglichem Gewebe gemacht, hat oben eine Kordel zum Zuziehen. Und so ein Stoffbeutel ist auch sehr, sehr gut geeignet, um Brot zu lagern. Das ist belüftet und trotzdem ist es gut geschützt. Das geht also auch sehr gut. Hier habe ich mal verschiedene Brote sozusagen kombiniert, die sich dann jetzt gegenseitig frisch halten. Das ist auch eine nette Idee. Unter diesem Handtuch liegt mein Knäckebrot. Das ist zwar an sich trocken, aber trotzdem möchte ich es ein bisschen schützen. Es liegt also in einem, ja, in einem alten Gehkorb und dann, den habe ich mit dem Handtuch ausgelegt und decke es mit dem Handtuch ab, dass die Fliegen sich nicht draufsetzen. Und da liegt es jetzt schon seit mehreren Wochen. Wir brechen immer ein bisschen was ab und naschen da dran. Im Alltag stelle ich mein Brot einfach auf die Schnittfläche. Ich habe ein Holzbrett und dann maximal, dass ich ein Handtuch drüber lege. Naja, und dann haben wir natürlich allerhand Getier. Also selbst in der aufgeräumtesten Küche, um die Fliegen kommt man nicht drum herum und die setzen sich natürlich überall drauf und lutschen alles ab. Das ist ja auch immer nicht so toll. Also wenn man da so sieht, wie die da drauf sitzen, möchte man vielleicht auch nicht auf seinem Brot haben. Also von daher, wie gesagt, auf die Schnittfläche stellen, Handtuch drüber legen. Geht am einfachsten. Wenn ich meine Brote auf dem Markt verkaufe, dann kommen sie in so schöne, stabile Papiertüten. Die sind auch ideal zur Brotlagerung. Aber auch das gibt es. Brot in der Plastiktüte. Es gibt Leute, die schwören darauf. Meine Mutter gehörte dazu. Es ist richtig, sie bleiben länger saftig. Wobei das hier überflüssig ist, das ist ein reines Roggenbrot. Aber bei Broten aus Weizengetreiden, also was weiß ich, Dinkelbrote, Weizenbrote, die schnell altbacken werden, kann das funktionieren. Aber das Brot ist natürlich nicht belüftet hier drin. Also muss man für sich entscheiden, ne? Natürlich kann man Brot auch in vielerlei Gefäßen lagern. Tongefäße, Holzgefäße. Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Bis hin zu sehr schönen Gefäßen aus Birkenspäne oder Birkenrinde werden die gemacht. Bis auch hin zu Plastikgefäßen eines amerikanischen Herstellers, der eine ganz spezielle Membran haben soll. Aber ich stehe dem immer ein bisschen kritisch gegenüber. Korbwaren gehen natürlich immer gut. Schönes Körbchen, gute Durchlüftung. Die Brote liegen auch auf dem Boden. Ja, hier sind auch eine Durchlüftung, weil der Boden ja nicht geschlossen ist. Und das kann man natürlich gut einfach mit dem Handtuch abdecken. Das gehört zwar nicht direkt zur Brotlagerung, aber man kann Brot auch wunderbar einfrieren. Ich schreibe immer das Backdatum und das Einfrierdatum drauf.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Brote dann irgendwann wieder auftauche, dass sie fast sogar noch mal wieder Feuchtigkeit ziehen und ein bisschen saftiger sind, als bevor ich sie eingefroren habe. Aber das ist nur so eine persönliche Beobachtung. So, ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen geben können und ihr könnt damit was anfangen. Von daher schaut doch gerne mal in meine anderen Videos rein. Also ich habe ja nicht nur hier meine Brotbacken ist keine Raketenwissenschaft, sondern ich habe auch viele andere spannende Videos gemacht zum Thema Sauerteig, Brotbacken und so weiter. Schaut da einfach mal rein. Dann danke ich bis hierher fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß mit euren Broten. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.